Aber ich musste so viel mich durchfressen. Ich habe gleichzeitig das Studio aufgebaut, die Wohnung aufgebaut, alles eingerichtet hin und her und gleichzeitig noch versucht, zusätzlich noch andere Leute ins Studio zu holen, dass man da Sachen machen kann, weil ich nicht nur im Werbemarketingbereich, sondern ich will alles, was mit Audio zu tun hat, bedienen, also jede Branche. Es war quasi Standard, dass du nachmittags, 16 Uhr, heißt es morgen. Mach morgen und das muss ein Track sein, wie, weiß ich nicht, stell dir die krasseste Produktion von Hans Zimmer vor. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf hiphop.de. Mein Name ist Jonas, ihr seht eine neue Folge Macher und wir sind heute zu Gast bei Campera Media, genauer gesagt bei Produzent Raim Erbil. Was geht? Alles gut? Alles gut. Ja, jetzt hast du mich extra hochgenommen. Vorher extra noch besprochen, dass wir die Faust nehmen. Aber gut, so geht der Joke natürlich auch. Ja, weil wir extra hier gerade abgesprochen haben, genau, was wir uns für eine Begrüßung damit geben. Jetzt wird Jonas Wort auf Nummer sicher gehen, jetzt habe ich ihn ins Unsichere gesetzt. Hast du mich direkt hier auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, jetzt okay. Musst du die Antwort nochmal machen. Nö, wir können die auch einfach so beibehalten, würde ich sagen, oder? Authentisch. Authentisch. Ist auch für mich am liebsten. Genau. Ja, wir sind hier in deinem wirklich beeindruckenden Studio. Du nennst es ja nicht ohne Grund The Spaceship. Seit wann bist du hier? Ich bin hier seit offiziell dem 01.01.2019, steht hier alles und ist in Betrieb. Aber hier reingekommen, beziehungsweise leer in den Raum, kam ich zum 01.05.2018. Ja, wenn man hier so auf die ganzen Details achtet, ich denke mal, der Jake wird ja auch noch ein paar Moodshots einfangen. Hast du irgendwo Inspiration her oder kommt das alles von dir? Das ist ja wirklich ein sehr außergewöhnliches Design. Das Design selbst der Elemente kommt eigentlich vom Studio-Designer. Ich war vorher schon in Gesprächen auch mit anderen Firmen, die eben Studioakustik planen und verbauen und so weiter. Mhm. Hab mich da aber nicht so richtig mit denen einigen können, weil das irgendwie zu lange gedauert hätte. Das Ding war, der Betrieb muss laufen, muss hier zack, zack weitergehen. Und die haben irgendwie das so weit geschoben, das hätte wahrscheinlich nochmal ein Jahr gedauert. Und dann waren das auch nur so komplett Standard, so diese quadratischen mit Holzkasten und so weiter. Und dann habe ich dann einfach weitergesucht mit meinem Dickkopf, den anderen direkt abgesagt. Ich habe gesagt, ey, weiß nicht, wie ihr euren Job macht, aber ich mache meinen Job nicht so. Habe direkt weitergesucht und dann den Jan Morell gefunden. Der ist ein Holländer, ein verrückter Holländer, aber auch halt vom Mindset auch so ein Macher halt. Und hab den auf Instagram angeschrieben. Hab gesehen, der hat krasse Studios von David Guetta, Hardwell und so weiter. Also krasse DJs. Weltweit Studios gebaut. Und ich dachte so, jo, sieht hammergeil aus. Ist wirklich etwas Repräsentatives. Das war mir vor allen Dingen wichtig. Und dass man sich trotzdem wohlfühlt. Und das ist jetzt nicht dieses Standardstudio. Weil wenn ich schon mein Geld hier investiere, soll es auch etwas sein, was irgendwie, wo ich denke, okay, das ist das bisschen extra. So. Und habe ihn angeschrieben, er hat relativ schnell geantwortet, meinte, ich komme sofort vorbei, wenn du mir vor Kasse direkt schon ein bisschen was zahlst. Das ist total ominös eigentlich, per Instagram. Aber habe ich gemacht, sagt so, ja, jo, entweder verliere ich das bisschen Geld oder er kommt halt. Er kommt, ja. Und er ist tatsächlich gekommen dann auch recht schnell. Und ich habe ihm alles gesagt, was ich hier vorhabe, wie ich es ungefähr haben möchte, wie es aussehen soll. Ich habe ja hier direkt nebendran auch das Büro, was wir von hier sehen können. Wir sind hier in Köln übrigens, um das noch kurz zu verorten. Genau, wir sind hier in Köln, mitten in der Innenstadt. Ja, und wirklich alles von Tisch zu den Speakerständern und alles ist alles Jans Design. Das sieht man auch an der Designlinie. Ich habe die Farbkombi ausgewählt mit diesem Schwarz und Bronze ist das. Das in jedem Licht auch ein bisschen anders aussieht. Ja, es ist wirklich bis ins kleinste Detail alles geplant. Absolut. Und auch Teil eines ambitionierten 5-Jahres-Plans. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber auf den kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Vorher möchte ich natürlich ein bisschen zu deinem Werdegang kommen, denn der ein oder andere wird dich von YouTube kennen. Da machst du ja auch Reaction-Videos. Ja. Aber hauptberuflich bist du in einem Bereich tätig, der jetzt in der Öffentlichkeit relativ unbekannt ist. Vielleicht kannst du ja selber mal sagen, wo so deine Tätigkeitsfelder sind. Meine Tätigkeitsfelder im Schwerpunkt sind tatsächlich die Musikproduktion, aber eben auch Sounddesign und Nachvertonung. Nachvertonung, damit ist gemeint das Bewegtbild, also Film, Video, alles, was irgendwie im Videoformat ist. Ja. Vertone ich eben nach. Das können dann nur kleine Soundeffekte sein, aber auch komplett, wenn du so eine Filmszene siehst, von den Hintergrundgeräuschen, von Wind, Vögel, Blätter, alles bis Schritte, Autos und so weiter und so weiter. Also
komplett alles. Aber genau, größtenteils tatsächlich die Musikproduktion. Und mit Musikproduktion ist ja auch schon so ein weites Feld mit eingeschlossen. Genau, ich meine, vor allem halt auch im Werbebereich machst du ja viel. Und genau, im Filmbereich. Genau. Solche Geschichten, jetzt nicht so die klassische Arbeit mit Artists. Ja, die meisten denken ja, wenn sie Musikproduktion hören, dass man eben mit Artists arbeitet oder nur für die Musikbranche. Aber es gibt eben auch noch die Werbebranche oder Werbeindustrie und Marketingindustrie. Genauso wie Film oder Gaming sind auch sehr interessante Industrien, für die man explizit Musik produzieren kann oder auch Sounddesign und eben Nachvertonung machen kann. Mein Schwerpunkt von Anfang an war tatsächlich eben Werbung und Marketing, wie du gerade gesagt hast. Das sind die größten Felder, die ich bediene. Ich habe zwischendrin schon immer wieder mal was auch mit Artists gemacht aus der Musikbranche oder Leute, die gerade in die Musikbranche wollten oder auch aus der Online-Branche, YouTube halt, habe ich auch paar Sachen gemacht. Genau, und da dachte ich, das eignet sich doch sehr gut für dieses Format, weil ich ja eben hier Leute mal in den Vordergrund rücken will, die sonst eher im Hintergrund agieren. Vielen Dank dafür übrigens. Gerne, gerne. Und begonnen hat alles in Marburg in Hessen 1984, da wurdest du geboren. Richtig. Und hast auch sehr früh schon musikalische Berührungen gemacht, ne? In Form von Unterricht und verschiedenen Instrumenten. Genau, ich habe recht jung tatsächlich in Marburg, ich kann nicht mal genau sagen, wie es dazu kam, aber ich hatte Schlagzeugunterricht. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, als Kind Schlagzeug spielen zu wollen, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ich weiß, Grundschulalter, glaube ich, auch schon. Ne? Genau, es war richtig früh. Im Grundschulalter habe ich mit meinem besten Kumpel damals haben wir Schlagzeugunterricht gehabt beim Lehrer. Das war ziemlich cool, da haben wir immer uns schön auspowern können. Und ich habe damals, hat der Lehrer schon irgendwie meiner Mutter Props gegeben, so dass ich irgendwie von Natur aus wohl schon ein besonderes Rhythmusgefühl habe. Mhm. Ich war ja echt ein Minimi so. Ja, jetzt hast du eine Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, weil ich wollte auch noch auf diesen Lehrer und die Props zu sprechen kommen. War das schon, weil im Chor hast du auch noch gesungen damals, auch schon in sehr jungen Jahren. Hast du früh gemerkt, gerade dann, wenn man so Lob bekommt, obwohl du ja sagst, du hast gar nicht so viel geübt, sondern es war wirklich so Talent, dass du jetzt nicht irgendein Kind bist, was mal ein Instrument spielt, was ja viele irgendwann tun, sondern dass da wirklich mehr dahinter steckt und dass du es so im Blut hast quasi? Also ich glaube nicht, dass ich, nee, also ich habe das damals nicht so gesehen. Mhm. Nee, also hat man auch gar nicht das Verständnis für, dass überhaupt die Begriffe Talent, Begabung, dass man etwas vielleicht eine bestimmte Zeit lang machen muss, um überhaupt so gut in etwas zu werden. Da hast du ja so als Kind gar nicht so richtig das Gefühl für und gar nicht den Verstand, den Sinn für. Und später, so im Jugendalter, habe ich mir da auch keine großen Gedanken gemacht. Ich wusste zwar, dass ich Musik schon besser umsetzen kann oder auch in mir habe. Allein schon, wenn man mal halt dann irgendwie in der nächsten Tanzschulparty-Disco war und da getanzt hat oder sogar schon die Klassenpartys, weiß ich nicht in welcher Klasse, 5. Klasse oder 6. Klasse, dass man irgendwie sich schon besser zur Musik bewegen kann und das durch Feedback der Mädels. Ich habe gesagt, ich baue so einen ein. Habe ich schon gemerkt, dass, okay, irgendwie ist Rhythmus in mir, auf jeden Fall. Und Musik so gesehen dann auch. Kommen wir nochmal kurz zur schulischen Laufbahn. Dein Abi hast du dann ja in Heidelberg gemacht, auf dem Internat, wo du hingekommen bist. Ja. Und ich fasse nochmal zusammen. Also du hast Schlagzeug gespielt, du hast verschiedenstes Equipment gehabt im Chor, du warst in der Band, glaube ich, auch noch. Genau. Gitarre hast du auch in so einer kurzzeitig gelernt in Heidelberg. Genau, ich war irgendwann ab der 10. Klasse war ich in Heidelberg. Da habe ich ein halbes Jahr lang einmal in der Woche Gitarrenunterricht gehabt. Genau, Chor war ich auch schon vorher im Schulchor, immer die Weihnachtskonzerte und so weiter, immer alles und die Auftritte zwischendrin. Da wurde ich auch immer gerne nach vorne gedrängt. Und später auch auf dem Internat auch da, also, weil ich einer der wenigen war, die da auch überhaupt Musik gemacht haben oder so Musik begeistert waren. Dass sich dann auch immer ein Chor überhaupt gebildet hat, dass man da was machen konnte. Ja, und trotzdem, dann standst du ja auch vor der berühmten Entscheidung, die ja alle haben nach dem Schulabschluss oder die Frage, wie geht's jetzt weiter? Obwohl du diese Laufbahn, diese musikalische Laufbahn, nenne ich sie jetzt einfach mal, schon hattest und auch Equipment und Unterstützung der Eltern,
hat es dann erstmal ein Medizinstudium angefangen. Warum? Warum diese Entscheidung da? In Marburg dann wieder. Genau, also das Medizinstudium, das kam ganz klar durch meine Eltern, weil mein Vater noch, wie habe ich ja gesagt, zwischen den Ochsen geboren, irgendwo auf den Bergen, ausgewandert nach Deutschland, hier studiert, alles gemacht und wirklich Allgemeinmedizin, Arztpraxis als Hausarzt und Internist. Ach, und meine Mutter genauso als auch Arzthelferin und so weiter, noch Volkswirtschaft studiert und so. Das heißt, für die war Studium einfach das Ding. Ja. Und es ist klar, wenn man so von so weit wegkommt und das ist einfach in dieser Kultur dann irgendwie auch mit drin, dass es halt dahin läuft. Deswegen wollten sie mich natürlich auch studieren sehen. Und es gab damals nichts, dass du irgendwie studieren konntest, wo du als Produzent quasi auf die dann einen Abschluss hattest, als Musikproduzent. Deswegen, und ich habe das auch nicht, ich weiß nicht, ich will es nicht. Das Ding ist, es ist so einfach, es auf seine Eltern zu schieben oder sonst jemanden, aber ich habe es einfach nicht gesehen, dass man mit Musik irgendwie sein Leben komplett verbringen kann. Weil ich es immer hobbymäßig gemacht habe, aber es hat immer, wenn ich es gemacht habe, war es immer das Schönste für mich, es zu machen. Und umso älter ich geworden bin, und dann habe ich immer mehr danach gesucht, auch es machen zu können und auch Leute gesucht, mit denen ich es machen kann oder von denen ich vielleicht was lernen kann. Und genauso war das mit dem dann mit dem Medizinstudium. Ich musste ein bisschen warten und so weiter. In dieser Wartezeit habe ich mich größtenteils nicht damit beschäftigt, was man vielleicht für Medizin brauchen könnte fürs Studium, schon so eine kleine Vorbereitung und so. Mhm. Sondern da war dann Internet schon relativ am Start. Hat geguckt, so nach Musik, ja, also wie man Musik machen kann, wie man vielleicht produzieren kann oder sonst irgendwas. Und hab dann eben das Medizinstudium angefangen. Das Ding ist, das Thema Medizin ist für mich halt aber auch immer eben bei mir gewesen durch meinen Vater und es war immer interessant für mich. Ja. Ich habe auch immer nachgefragt, schon als Kind, und es war immer cool, ich fand es immer geil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Medizin komplett scheiße fand und es trotzdem gemacht habe. Also ich fand es auch mega geil. Aber das Studium, das hat mich so komplett null erfüllt. Am Anfang war ich noch so richtig euphorisch, begeistert, was Neues. Neue Leute kennengelernt und hin und her, aber nie so das Gefühl gehabt, dass ich 100%... Dass du darin aufgehst. Ja, dass ich da drin aufgehe, noch dass ich 100% da irgendwie aufgenommen und angekommen bin. Bist das, dann ja gewechselt zur Musikwissenschaft. Ne? Genau, und genau aus diesem Grund habe ich dann einigen Semestern habe ich dann so ein Urlaubssemester gemacht, also kurz unterbrochen das Medizinstudium und ist schon während des Studiums noch an der Popakademie in Mannheim versucht, die war da ganz neu. Und ich so, wow, es gibt etwas, das kannst studieren und es hat mit Musik zu tun und du kannst Produzent werden und die bieten Music Producer und irgendeinen Instrumentalist oder so. Ich so, wow, krass. Ah, Management, genau. Producer und Management waren gefallen. Ja. Die haben mich natürlich nicht genommen. Aber ich bin damals dann auch extra hingefahren und so weiter und das hat nicht geklappt, weil ich konnte fast gar nichts. Ich habe zwar ein bisschen gesungen und konnte mich selber aufnehmen, mit Cubase ein bisschen rumprobiert und so, noch während des Medizinstudiums, wo du gerade im vorklinischen Teil quasi null Zeit hast, habe ich mir dann so Step by Step schon sneaky, mich selbst betrügend, irgendwie trotzdem da noch eine Musik-Ecke aufgebaut, weil ich es nicht lassen konnte. Genau, und bin ich dann eben in diesem Break von Medizin, kam ich auf die Idee, Musikwissenschaften zu studieren, weil ich gesehen habe, dass es so etwas gibt als Studiengang, hatte keine Ahnung, was man da genau macht. Und das war in Frankfurt, also bin ich von Marburg nach Frankfurt, habe da 2 Semester Musikwissenschaften studiert, habe mich super gut mit den Leuten verstanden. Das war richtig cool, weil die halt alle auf irgendeine Art und Weise. Wellenlänge so ein bisschen. Ja, wir waren alle auf einer Wellenlänge. Die waren alle auf irgendeine Art und Weise Musiker. Die eine Sängerin, die andere spielte Klavier, wie sonst was. Die andere hat schon irgendwie so eine halb angefangene Opernausbildung gehabt. Der andere hat Bock auf so DJ-Producing. Der macht das übrigens immer noch, der Emanuel Sati. Grüße ihn raus. Du musst immer meine Zwinker reinschneiden. Immer Close-Ups. Immer Close-Ups.
Nicht zu nah. Das war geil. Aber das Musikwissenschaftsstudium, das war nicht geil, weil es komplett was anderes war, als ich mir vorgestellt habe. Ich wollte wirklich einfach in dieses praktische Musik machen, produzieren. Ich wollte einfach sehr trocken wahrscheinlich. Ja, ich wollte einfach Songs rausbringen, die ich selber gehört habe. Also so in der Qualität, wie ich sie selber gehört habe. So wie ich als Kind damals eine CD von, oder als Jugendlicher von Usher, von Joe Thomas, von Boyz II Men, von Jagged Edge, von so Leuten mit Gesang und schön musikalisch und ne. Und dann, das wollte ich. Dann gehst du in Musikwissenschaften-Studium rein und dann sagt der Dekan, erste Stunde, ja, schön, dass sie doch so zahlreich hier erschienen sind. Bei diesem, naja, nicht so aussichtsreichen Studiengang, wo man ja nicht so viele Jobs machen kann, vielleicht noch Professor oder, naja, hier Dozent an der Uni. So. Sehr motivierend auf jeden Fall. So, what the fuck? Keine Ahnung, was mache ich hier? Aber dachte ich, okay, ich mache jetzt wenigstens das Physikum noch. Also vom weg, Medizinstudium. Weg zur Medizin, ja. Und fertig, dann mache ich das und dann gucke ich von da nochmal weiter, ob ich, meine Eltern waren zu der Zeit aus Deutschland in die Schweiz ausgewandert und dachte, okay, dann gehe ich auch in die Schweiz, vielleicht ist der Medizinstudiengang dort besser, weil ich war auch wirklich super unzufrieden mit dem Studiengang selber auch einfach, mit der Uni, also es war nicht unbedingt Medizin selbst, die Thematik, sondern ich dachte, vielleicht ist es auch einfach nur die Uni-Kacke. Mhm. Ja, deswegen bin ich dann voller Motivation allerdings, muss ich sagen, dass ich das jetzt den Rest durchziehe. Zurück nach Marburg, habe das dann da gemacht und bin dann auch super schnell in die Schweiz dann abgehauen. Wo ich dann weitermachen wollte, aber keinen Platz bekommen habe für Medizin, weil es dann noch schwieriger ist. Jura auf dem Plan. Und dann habe ich mich, ja, damit man einfach keine Leerlaufphase hat, habe ich mich parallel zu den Medizinsachen auch schon für Rechtswissenschaften überall mal beworben. Und Luzern hatte mich dann angenommen. Jetzt haben wir ja gehört, du hast dann sehr viele Studiengänge ausprobiert oder verschiedene Wege eingeschlagen. Und genau, dann kam ja eine sehr entscheidende Phase 2013, genau, wo deine Mutter leider schwer krank geworden ist und dann ja auch 2014 verstarb. Genau. War das dann so eine Art Neubeginn für dich, wo du dann mal alles überdacht hast oder... Ja, wie hast du das in Erinnerung? Wurden da Impulse freigesetzt? Es war halt, 2000, ich war halt mitten im Rechtswissenschaftenstudium und ich habe mich echt gut gefühlt dort. Alles hat super funktioniert. Es gab hier und da ein paar Hiccups so. Das war dann genauso wie vorher aber auch schon, dass ich dann immer dachte, ja gut, legt sich schon. Ich muss mich nur intensiver hinsetzen und damit beschäftigen und so weiter. Und dann bekam ich irgendwann einen Anruf mitten in der Vorlesung von meinem Vater war das, glaube ich. Oder meine Schwester war zu der Zeit auch da. Sie meinte, dass halt meine Mutter krank ist. Also sie ging es schlecht. Und meine Mutter kenne ich nicht krank. Also die war so nie krank. Mhm. Also die Arbeitsmaschine. Die hat immer gearbeitet, immer gemacht, immer gemacht. Ich, keine Ahnung. Die hat den ganzen Tag die ganze Praxis auf den Kopf gedreht und geschuftet wie sonst was, was teilweise zwei, drei Arzthelferinnen nicht schaffen. Und hat dann abends irgendwie noch gekocht oder das Haus sauber gemacht, wo ich echt denke, Alter. Die war krank. Und dann bin ich sofort nach Hause gefahren und ging es nicht gut und hin und her. Dachte man erstmal, gut, das ist halt erstmal nur, sie ist halt irgendwas krank und muss man mal gucken und so, Arztfamilie halt auch, ja. Alles mal durchgecheckt hin und her und dann im Mai 2013 kam dann auch die offizielle Diagnose, ich glaube es war im Mai, dass es halt Krebs ist. Mhm. Und ich war auch damals, als diese offizielle Aussage kam von der Ärztin, war ich alleine mit meiner Mutter im Krankenhaus. Und das ist auch so ein Bild, was ich nie vergessen werde. Das ganze Ambiente vom Raum und das Sonnenlicht, und das war krass. Und auch wie meine Mutter da eben in dem Moment das wahrgenommen hat. Du musst überlegen, und ich hatte noch meine Lernkarten dabei für, keine Ahnung, Strafrecht oder sowas, weil irgendeine Prüfung noch war.
Und sie meinte die ganze Zeit, lern, du musst das, du packst das und so, du musst das schaffen. Und dann kommt so eine Aussage, weißt du, so, dass man, ich weiß nicht, wie andere Menschen damit umgehen, aber man versteht das auch gar nicht so richtig in dem Augenblick wahrscheinlich. Und auch, es braucht Zeit, um überhaupt zu realisieren, was da passiert ist oder was da passiert und was es eben bedeuten kann. Ja, und dann innerhalb von einem Jahr mit so viel Stress und so viel wirklich beschissenen Dingen, die dazwischen gelaufen sind, wie diese Krankheit abgelaufen ist und wie sie behandelt wurde, wie meine Mutter behandelt wurde als Mensch, und sie war nicht mal 60, wo du echt denkst, ey, wenn du das siehst, wie du behandelt wirst in diesem System, wo alle sich sicher fühlen, dass du Krankenversicherungen und sonst irgendwas oder überhaupt Versicherungen hast, denkst du echt so, ey, das ist alles eine Scheinwelt. Das ist kompletter Scheiß. Es gibt keine Sicherheit. Du kannst dein Leben kannst du niemandem in die Hand nehmen. Ja. Gerade dann, wenn es darauf ankommt, dass jemand Hilfe braucht und es klar ist und so viele Menschen drumherum es irgendwie helfen können. Aber sobald die dann etwas Bestimmtes hören, wie zum Beispiel Krebs, dass sie dann einen komplett gefühlt abschreiben und nicht mal mehr helfen wollen, nicht mal mehr einfachste Medikamente wie Penicillin oder so gegeben haben, wo wir echt kämpfen mussten als Familie, um das, um sie so lange noch wie möglich hier erhalten zu können. Und da waren auch OPs und keine Ahnung, also super beschissene Phase. Selbst meinem ärgsten Feind wünsche ich das nicht, dass er das miterleben muss, was vorher und währenddessen und nachher noch passiert ist. Und noch viel schlimmer bloß nicht, dass einem selber sowas passiert. Und diese ganzen Gespräche, die teilweise eben noch stattgefunden haben, ganz zum Schluss ging das leider eben auch nicht mehr. Da sind halt Sachen von meiner Mutter gefallen, wie ich habe, wenn wir dann ins Zimmer kamen und sie dann irgendwie anfingen zu erzählen, und das war dann schon Endstadium im Krankenhaus, wo sie dann meinte, ich habe heute Nacht konnte ich nicht schlafen, wie fast jede Nacht. Und dann hat sie gemeint, ich habe überlegt, was ich mein ganzes Leben eigentlich gemacht habe. Und dann sagt sie, ich habe nur gearbeitet. Ja, und dann denkst du, ja, krass. Sie sagt, von 5 bis jetzt. Und das sind wahrscheinlich auch so Momente, an die du heute oft zurückdenkst, ja, um dir Sachen vor Augen zu halten. Ja, du bist dann ja auch nochmal zurück nach Frankfurt, genau, wo du ja auch eine aus heutiger Sicht auch entscheidende Begegnung hattest, denn da hattest du dann erste Berührung mit einem alten Freund, glaube ich, der eine Werbeagentur hatte zu der Zeit. Ne? Genau. Nachdem das Ganze eben rum war, hatte ich mich ein bisschen das ist halt auch so eine Phase, du weißt nicht, was du machen sollst, was ist wichtig, was soll passieren. Man ist schon relativ, man versucht sich abzulenken, man ist viel auch in seinem Kopf und so weiter. Und ich habe mir da mal eine Auszeit genommen und bin quasi in die alte Heimat zurück nach Frankfurt und hatte ein paar alte Freunde besucht und geguckt, dass man halt ein bisschen Abwechslung hat, ein bisschen Tapetenwechsel. Und da habe ich dann eben einen alten Schulfreund gefunden, hat ihn einfach besucht und hat gesagt, komm mal hier vorbei. Ich habe so meine Agentur, irgendwas, komm mal rum und so, habe mir es angeschaut. Und der war schon mitten in Frankfurt tatsächlich, ganz gut lokalisiert, schönes Büro schon direkt gehabt und so. Ich so, ey, cool, krass und so. Aber ich habe das nicht mal so krass gesehen, von wegen, als ob es... Also es ist mir in dem Moment gar nicht so klar gewesen, dass es etwas ist, was man nicht einfach so erreicht, wofür man hart kämpfen muss und echt so ein Machertyp halt eben auch genau sein muss. Ich dachte dann nur, cool, okay, ja, und weil ich nicht genau wusste, was er vorher alles gemacht hat und wir hatten lange keinen Kontakt. Und da hat er mich auch noch gefragt, wie geht's dir, was machst du so und hin und her.
machst du noch Musik? Weil in meinen Freundeskreisen... Die Leute wussten das. Ja, die Leute wussten das. Die haben immer mich als Musiker gesehen. Die wussten genau, mein Herz ist immer Musik. Immer für die Musik. Auch wenn ich immer gesagt habe, ich mache schon Dings, Medizinstudium und hin und her. Und die so, echt krass, okay, cool, hätte ich nicht gedacht. Weil ich dachte eher, wenn es ehrliche Leute waren, haben die schon immer gesagt, ich dachte eher, du willst was mit Musik machen. Und er meinte, ja, machst du noch Musik? Ich so, ja. Er so, echt krass, cool, kannst du so richtig produzieren und so weiter? Ich so, ja, schon. Ja. Da hat er irgendwie mir gezeigt, dass er für einen Kunden so eine Präsentation vorbereitet hat, wo er einen Song drin hatte von irgendeinem spanischen Interpreten, so richtig richtig echte Handmusik noch und so weiter und Gesang. Und er meinte, ich bin nicht sicher, ob ich das benutzen kann. Ich will aber eigentlich genau das haben, nur ohne den Gesang und in dem Stil und ein bisschen länger und so weiter. Meinst du, du könntest sowas produzieren? So, er hat es eigentlich voll aus Spaß gesagt, so voll so gagmäßig. Aber ich habe es irgendwie in dem Moment so voll ernst genommen. Ich, keine Ahnung warum. Direkt so. Ja, kann ich. Aus der Pistole raus, so, ja, kann ich machen. So, echt? Okay, cool. Ich hab mir dann direkt aufgeschrieben, wie der Song hieß und so weiter. Das war's. Mehr war da nicht. Wir haben dann den ganzen Abend noch anderes Zeug, essen, trinken. Er hat mir alles gezeigt, erklärt. Ich komme Mitternacht nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause und eigentlich schon währenddessen hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf so, ey. Ich will das unbedingt machen. Und hab dann wirklich Mitternacht dann angefangen, da noch, weil ich hatte gerade mal so ein kleines Setup mitgenommen, so mein Laptop, wo kaum was drauf war. So ein super kleines MIDI-Keyboard. Und dachte, ey, das mache ich jetzt. Ich will, dass er bis morgen früh 8 Uhr den Song bei sich auf dem Tisch liegen hat. Und fertig so. Und ich habe dann wirklich die Nacht durchproduziert. Und ich habe noch nie so nach Referenz etwas produziert, nachproduziert, gemacht. Gar nicht. Aber trotzdem habe ich mich da irgendwie so reingefressen. Und obwohl es kein Auftrag oder irgendwas war, es war ja mein alter Schulfreund, der es gesagt hat. Das war eine neue Herausforderung dann einfach für dich. Voll. Die du gerne angenommen hast. Irgendwie schon. Weil ich vielleicht auch so verloren war in dieser Phase nach dem Tod meiner Mutter, war das vielleicht echt mal wie so eine Aufgabe. Mhm. Weil ich bin auch kein Mensch, der gerne einfach rumhängt. So, früher habe ich es gar nicht so krass gesehen, aber heute weiß ich das ganz genau, dass ich das gar nicht ab kann, wenn ich nicht irgendwie irgendwas Produktives mache. Für eine Zeit, okay, aber wenn es zu lange ist, dann ja. Mir wird langweilig. Mir wird einfach nur straight langweilig. Ja, und dann habe ich ihm es da am nächsten Tag auf den Tisch gelegt, also geschickt per E-Mail. Und dann hat er sich am übernächsten Tag quasi dann eben angehört und meinte, wow. Das ist richtig krass. Er meinte sogar besser als das Original. Ich nehme es auf jeden Fall sofort hin und her. Und das war dann so richtig die Bestätigung für mich, dass ich etwas produzieren kann, gezielt und nach Referenz noch. Und ich dachte so, wow, okay, nicht das schlecht. War dann ja 2014. Müsste das ja gewesen sein. Ja. Und jetzt kommen wir zurück, was ich am Anfang erwähnt hatte. Weil in der Phase, ich glaube Ende 2014, hast du dann ja auch den 5-Jahres-Plan aufgestellt, ne? Genau, also quasi zum Neujahr. Ich kam durch ihn, übrigens Nico, Grüße gehen raus, danke nochmal. durch ihn, da kam dann, da hat dann irgendwie, weil er so mit Videos eben machen wollte, hat er mir dann nochmal ein Video geschickt, meinte so, meinst du, du kannst da so ein paar Soundeffekte drunter legen? Also auf einmal zu den Fuß in der Tür quasi. Ja, also ich meine, es ist mein Kumpel, so, ist ja. Ein Freund von damals. Und er wusste auch nicht, wie es geht, hatte keinen in der Agentur, der es konnte und dachte, fragt er mich. Und ich wusste auch nicht, wie es geht, aber ich habe ja gesagt. Und habe mich dann drum gekümmert, habe es gemacht und dachte so, krass, ich kann auch Soundeffekte sogar machen. Das war echt nur so ein Erklärfilm, wo du so Bing, Bum, Pow, so Geräusche hattest. Habe ich aber auch schon sehr detailliert, sehr cool gemacht und so weiter. Die sind übrigens immer noch online. Und da fing dann an, da habe ich dann langsam verstanden, so krass, das ist ja eigentlich ein Job. Also damit kann man ja eigentlich was machen. Man kann damit theoretisch wahrscheinlich sogar Geld verdienen. Mhm. Und dann rief er mich, das war August 2014, war das ungefähr, ja, August, September, rief er mich an und ich war schon wieder in der Schweiz. Und voller Panik, so, ey, wir haben hier einen Film animiert
Und der Kunde will das bis morgen auf dem Tisch haben. Wir brauchen komplett Musik und Sounddesign. So ein 7 oder 8 Minuten lang Erklärfilm mit super vielen kleinen Bewegungen und keine Ahnung was. Kompletten Song produziert dafür, ohne Referenz. Und dann alles noch nachvertonen. Und ich so... Ja, mach ich. Ich meinte erstmal so, okay. Und der hat direkt instant hat er gesagt, ich zahl dir auch was. Ich so, okay, ja, okay. Und dann hat er auch gesagt, wie viel? So, ich so, okay, alles klar, mach ich. Aufgelegt, direkt drangesetzt, komplett die ganze Nacht durchgearbeitet. Morgens früh noch mit meinem Vater, der war auf dem Weg zur Arbeit, noch gefrühstückt. Und der so, Junge, was machst du denn? Ich so, ja, hier, der Nico hat angerufen, die brauchen Musik und ich helfe dem halt und so. Und er zahlt mir sogar Geld. Also war das dein erster richtiger Auftrag quasi? Ja, aber eigentlich, ich hatte ja so gesehen, war keine Selbstständigkeit, keine Dings da. Ich war einfach in der Luft. Ja. Aber er hat mir Geld geboten. So. Und ich habe es meinem Vater auch erzählt und er meinte, okay. Ich habe es ihm aber nicht gesagt wegen des Geldes, sondern um zu zeigen, dass es ja ein Job ist. Also ja. Man kann damit Geld verdienen. Und er meinte, okay, gut. Dann habe ich ihm gesagt, wie viel? Also, okay, krass. Dann habe ich weitergemacht, habe es fertig gemacht, ihm geschickt, alles fertig. Und war krass, war super, fertig. Und ich hatte dann, ich glaube, 3 oder 4 Jahre lang dieselbe Filmreihe, war immer noch meine Musik drunter und ich habe die ganze Zeit die Filme immer noch nachvertont und die Musik immer dann drunter geschnitten. Basiert auf diesen einen Job damals noch, wo ich mich einmal da durchgepresst habe und gemacht habe, kam das immer wieder, weil es dann plötzlich eine Filmreihe wurde, also mehrere Filme, ich glaube 10 Stück oder so. Und Ende des Jahres, da kam das auch mit den Gedanken. Ich habe dann angefangen, diese Bücher zu lesen, wo man so ein bisschen Selbstentwicklung und ich weiß nicht, Selbstfindung, keine Ahnung, wie die alle heißen. Und da fing das dann an, mit ein Journal zu schreiben, also so ein Notizbuch, weil das viele empfehlen, dass man so etwas haben sollte, dass man seine Gedanken aufschreibt. Und das war auch super wichtig, weil ich angefangen habe, überhaupt mal was aufzuschreiben, was mir ständig durch den Kopf geflattert ist. Und da habe ich auch gemerkt, wie viele Ideen ich eigentlich habe und wie sehr ich eigentlich raus möchte. Und diese Leere, und das auch sehr, sehr wichtig, da habe ich erst verstanden, dass das, was ich immer so ein bisschen in mir gefühlt habe, konnte ich dann so als Leere beschreiben. Und das war seit Jahren, also wenn wir alles zurückspulen, was wir die letzten 50 Minuten gehört haben, alles davon war immer eine Phase, wo ich das Gefühl in mir drin hatte, obwohl ich was gemacht habe, dass ich gesagt habe, irgendwie fühle ich mich nicht ganz ausgefüllt so. Ich konnte das aufschreiben und habe das verstanden und dass es sehr, sehr wahrscheinlich daran liegt, dass ich nicht meiner Leidenschaft nachgegangen bin, dem, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Weil eben, um da nochmal zurückzukommen, zu den letzten Gesprächen meiner Mutter oder die letzten Sachen, die sie gesagt hat, zu verstehen, dass man nur einmal hier auf diesem Planeten vielleicht ist oder so, wie wir es gerade wahrnehmen zumindest sind, so wie deine Realität ist und du sitzt nicht mal einen Meter weg von mir, ist meine eine komplett andere vielleicht. Und was man daraus macht oder nicht macht, deswegen ist es auch wichtig, ich finde es wichtig, das Leuten auch zu vermitteln und zu sagen, weil ich habe auch in den ersten Jahren, wo ich angefangen habe, das für mich zu verstehen, habe ich das allen weitervermittelt, die in meinem Umfeld waren, selbst wenn ich die frisch erst kennengelernt habe, weil ich so krass daran geglaubt habe, weil ich es selber bei mir gesehen habe. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute sehen, wie Schmerz aussieht, echter Schmerz, aber dass man aus solchen Situationen lernen muss. Egal, was man daraus lernt, man muss irgendetwas für sich daraus lernen und es umsetzen. Das heißt, es gibt so viele Floskeln, so viele Sprichwörter, so wie, dass man aus jedem Scheiß irgendwas Positives rausziehen soll. Jetzt Mundart. Mundart gesagt, ja. Ist einfach gesagt,
Es ist wie viele Sprichwörter. Auch gerade zu der Phase, wo ich gerade Ende des Jahres 2014 habe ich so viele Sachen aufgeschrieben und erst verstanden, dass ich diese Sätze schon mein Leben lang gehört habe. Aber ich habe sie eigentlich nie nicht nur ernst genommen. Damals, wenn du mir mit 18 gesagt hast, ja, komm, mach was Gutes draus und so, ja, gut, ja, mache ich, alles kein Problem. Aber das wirklich so im Kern zu verstehen, was es bedeutet, wenn jemand sagt, jetzt fällt mir natürlich keine Floskel ein, aber doch, get out of your comfort zone. Ja. Super simpel. Gerade heute mit Instagram und sonst irgendwas, Facebook, wir lesen das jeden Tag. Ja, es wird ja sogar schon wieder ein bisschen weniger, Gott sei Dank. Darum geht's aber nicht. Du musst es verstehen und für dich umsetzen. Es kann auch sein, dass deine Umsetzung anders aussieht als meine Umsetzung. Aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Dass viele Dinge, die du vielleicht erfahren möchtest oder suchst, wahrscheinlich erst kommen, wenn du aus deiner Bequemlichkeit herauskommst. Und da musst du dich jeden Tag dran erinnern. Egal, wie weit du es geschafft hast. Und das hast du dann in einem konkreten Plan dann auch festgehalten. Genau. Ich habe in diesem Notizbuch habe ich dann aufgeschrieben, dass ich nur noch eben Musik machen möchte. Und dass der Plan ganz konkret ist, dass ich ab dem 1.7.2015 hierher nach Köln komme, mein Studio aufbaue. Und 2000. Was dann erst noch ein anderes war, bevor du dann hier hingegangen bist? Bitte? Das Studio war erst noch ein anderes. Genau, das Studio war erst noch. Das war ja erstmal egal. Ich habe nur aufgeschrieben, 1.7.2015. Ich habe das Notizbuch hier, soll ich es holen? Nee, ich sag nur. Ich zeige euch die Seite, wenn ihr wollt. Ich sag nur, können wir gerne einblenden. Ich sag nur für die Leute, dass es nicht direkt dieses Studio hier war. Nee, es war nicht das Studio hier, es war erst ein anderes. Aber genau, ich hatte Köln mir auch ausgesucht, weil eben als Medienhauptstadt. Klar, gab es sich an. Ja, hat sich angeboten. Es gab den Shift natürlich nach Berlin und so weiter, aber ich wollte einfach nach Köln. Das habe ich so aufgeschrieben, habe direkt im neuen Jahr sofort angefangen, weil so gerade diese Endphase von 2014 noch ein bisschen mitgenommen und das erste Weihnachten ohne Mutter und so. Und dann das alles dann auch nochmal so richtig, dann ist es nochmal so richtig runtergekommen auf uns alle oder ja, auf die ganze Familie eigentlich. Und das hat halt wirklich komplett alles so, das war für mich so, okay, I'm done here. Also ich muss mich selber erfüllen und realisieren. Das war das Ding. Und dann eben 1.7.2015. Es ist nicht der 1.7. dann geworden. wir waren, das erste Studio hatte ich offiziell, ich glaube, 15.7. Ja, zwei Wochen Verzug. 15.7. das Studio und die Wohnung dann war, glaube ich, dann irgendwie einen Monat oder so später. Ja. Seitdem bin ich hier. Und der Plan läuft auch noch, ne? Genau. 5 Jahre sind noch nicht ganz rum. Noch nicht ganz rum, der 5-Jahres-Plan. Das Ding ist ja, ich habe ja geschrieben, 2015 will ich in Köln sein. Der 5-Jahres-Plan war aber, dass ich bis 2020 in Kalifornien sein will. Das war das Wichtige. Und Köln war für mich einfach nur der Zwischenschritt, um das Business schon mal aufzubauen, um Erfahrung zu sammeln, um zu gucken, kann ich das überhaupt? Der Plan läuft tatsächlich noch. Ja. Also geht's nächstes Jahr nach Kalifornien, wenn alles läuft? Es gibt kein Wenn. Es geht nach Kalifornien? Es geht nach Kalifornien. Okay. Das ist auch genauso, das ist auch wichtig, dass man für sich selber, ich meine, wir sind ja hier auf dem Macher-Kanal, oder? Ja. Ich, mal abgesehen davon, dass ich die Idee und das Format sehr, sehr gut finde, Dankeschön. Und ich bestimmt nicht das beste Beispiel dafür bin, dass man etwas umsetzen kann, aber im Ansatz vielleicht schon, weil ich mache es ja noch nicht so lange. Aber nochmal wichtig für diejenigen, die wirklich daran interessiert sind, ihren Träumen und ihrer Leidenschaft zu folgen, weil das bei mir auch im Endeffekt ja nur das dann war. Macht es so früh wie möglich. Ja, also sobald es geht. Und wenn es bedeutet, dass ihr vielleicht auf dem Weg dahin Leute, die ihr liebt oder die euch sehr nahe stehen, vielleicht stehen lassen müsst, macht es trotzdem, auch wenn es die Familie ist. Natürlich nicht im Schlechten, so gut wie möglich, dass du sagst, ich
bei mir war es auch so, ich musste meinen Vater alleine da lassen, gerade wo meine Mutter erst gerade frisch verstorben ist. Das war für mich super, super schwer. Und ja, man ist ja auch hin und her gerissen, ne? Also, das ist sehr emotional, die Entscheidung. Ja, extrem. Und wenn man eigentlich, wenn man fast 30 Jahre lang so gelebt hat, dass man sich, dass man nach seinen Eltern gegangen ist oder dass man nach der Gesellschaft gegangen ist und alles gemacht hat, neigt man eher dazu, dann wieder dann natürlich beim Vater dann zum Beispiel zu bleiben. Was dann wieder die Komfortzone ist. Genau. Und ich wusste, es wird sich nichts ändern. Das ist vielleicht die letzte Chance. Wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Mhm. Auch super wichtig, dieser Satz. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ohne Witz, versteht diesen Satz. Es gibt so viele Momente, wo man das braucht für einen. Ja, ist klar, muss man rational auch denken. Wenn ich jetzt hier im Hochhaus stehe und dann aus dem Fenster springe, dann war es das. Aber es gibt viele Situationen, wo man wirklich mit Risiko, um da quasi direkt hinzukommen, das ist einfach diese Risikobereitschaft. Alle meinten zu mir, du kennst niemanden in Köln, du weißt gar nicht, ob du damit überleben kannst, ob du Kohle verdienst, Versicherungen bezahlen kannst, Wohnung bezahlen kannst, Studio bezahlen kannst. Plus, Jobs du musstest dir ja noch das ganze Business- und Selbstständigkeitsding auch aneignen. Ne? Alles. Das war ja nicht nur musikalische Skills, sondern auch geschäftliche Skills. Genau, ich habe komplett dann das erste halbe Jahr 2015 habe ich nichts anderes getan, als mir die ganzen Sachen reinzufressen. Wie man überhaupt, erstes Mal bin ich direkt sofort, noch in der ersten Woche habe ich meine Selbstständigkeit angemeldet, beziehungsweise mein Gewerbe angemeldet, und habe dann erst, was ich nachts irgendwie noch schnell gelesen hatte, was man überhaupt dafür machen muss. Und das ist das Geile, das Internet halt. Ne? Ja, da hast du dann profitiert. Gerade im ersten Jahr komplett von 2015, wo ich das Gewerbe angefangen habe, Campera Media, übrigens immer noch heute dasselbe, was ich damals gestartet habe, da war das Internet sowas von genial für mich. Da habe ich auch, ich habe so viel aufgefressen, da habe ich sogar selber teilweise zu mir gesagt, so ey, du hast die letzten Jahre das Internet gar nicht richtig genutzt. Und jedes Mal, wenn jemand irgendwie was nicht gemacht hat aus Nichts oder aus Unwissenheit, dachte ich so, hä? Also, wie doof kann man sein? So. Also ich war so richtig auf so einem... Also wir haben doch alles online quasi. Ja, Internet-High. Also ich war so richtig so... Weil ich alles, man konnte so viel sich da einfach reinfressen, was andere Leute teilweise einfach studieren oder irgendwie sonst irgendwie machen. Da habe ich alles aufgebaut, habe das komplette, auch überhaupt, dass man ein Corporate Design hat, wie das alles auszusehen hat oder kann. Ich wollte die ganze Präsentation eben haben, dass es eben wirklich wie eine Agentur direkt aussieht, die Website, Fotos, Videos, alles selber gemacht, da das sogar eigene Filmchen noch gedreht und hin und her. Das fängt an von nicht nur das Equipment besorgen und bedienen können und sonst irgendwas, sondern auch noch später das Editing zu machen und dann sogar dann irgendwie After Effects, irgendwelche Trackings einzubauen, damit das auf dem Bildschirm, das Logo genau bleibt und so weiter, habe ich mir dann einfach beigebracht und gemacht, weil das alles für das große Ziel war, dass ich diese Agentur aufbaue, in der ich alles rund um Audio machen kann, also nicht nur Musikproduktion. Das war direkt schon mein Gedanke. Mhm. Weil ich hatte den Knackpunkt auch für diesen 5-Jahres-Plan auch super veraltet und klassisch, dass man das sagt. Früher waren es 10, dann 5 und jetzt mittlerweile sagt man sogar teilweise nur noch 3. Die Zeit ist sowieso egal, wenn es ein größerer Zeitraum ist, gut. Das Wichtige war, dass ich eine Vision hatte. Ich hatte einfach so einen Traum, Vision, eine Überlegung. So, immer wenn ich es beschreibe, wenn ich es den Leuten beschreibe, ist es auch total, es war nie super klar. Das war immer etwas, was so wie in so einer Wolkendecke, so, dass man irgendwo so ein bisschen die Spitze sieht vom Empire State Building. So ungefähr sah das für mich immer aus. Und das war dann eben, dass ich so wie diese Agentur so einen Kreativraum habe und ein Zentrum, wo man halt super viel in Sachen Audio machen kann und aber auch alles andere, also auch Video und so weiter, Fotografie und Mode, aber vor allen Dingen eben Musik. Ja. Und dann aber um mich herum Leute, die in diese anderen Kreativbereiche bedienen. Das war meine Vision und so bin ich rausgegangen. Und jetzt sind wir hier. 4 Jahre später. Der Plan läuft gut, würde ich sagen. Ja,
definitiv. Ja, jetzt hast du ja seit diesem Job da für die Werbeagentur in Frankfurt so den Fuß in der Tür, wie schon gesagt, in diesem Bereich. Wie kann man sich die Arbeit überhaupt vorstellen, weil es ja jetzt nicht die klassische Arbeit ist mit Artists? Und was umfasst dein Job dann alles? Meistens läuft es so ab, dass ich mit der Agentur oder mit anderen Agenturen eben arbeite, die in dem Werbe- und Marketingbereich sind, und die haben meistens den Endkunden. Ab und zu mal bin ich auch direkt am Endkunden, aber meistens läuft es mit den Agenturen, weil die auch sowas wie Konzeption oder Umsetzung des Videos dann zum Beispiel machen oder irgendwelche Planungen halt vorher, also vor allem diese ganze Konzeptionsgeschichte. Und wenn es dann eben jetzt irgendein Brandfilm zum Beispiel ist oder irgendein Produktfilm ist, wird mir manchmal werde ich direkt schon ein Konzept mit reingenommen, dass die ganzen Gespräche mit dem Kunden dann schon mitmache oder zumindest mit der Agentur, dieser ganze kreative Prozess, was man machen könnte, was vielleicht besonders gut passt oder wie man dann vielleicht auf bestimmte Sachen achtet beim Film schon oder beim Schnitt. Auch wirklich den Kontakt mit den Kunden und vielleicht Sachen zeigen, Referenzen zeigen, lalala. Sowas halt und bis zur Umsetzung tatsächlich, dass die Musikproduktion, wenn es jetzt eine Musikproduktion ist, dass ich die komplette Komposition mache, dann selber einspiele oder Instrumentalisten dann eben noch reinhole. Passiert das viel, dass du mit anderen Musikern da noch arbeitest, oder passiert das meist eher alleine am Rechner? Ich würde sagen, größtenteils tatsächlich alleine am Rechner. Ja. Also es kann schon mal sein, dass vielleicht noch mal ein Gitarrist oder so reinkommen, wenn ganz spezielle, weiß ich nicht, Licks gespielt werden müssen oder so. Aber das meiste dadurch, dass die Technik und die Sounds aus dem Rechner so gut sind heutzutage und die Erwartungshaltung der Kunden und der Zuhörer einfach eher schon ist, dass es so klingt wie aus dem Rechner, weil fast alles die letzten Jahre immer mehr aus dem Rechner kommt, geht alles aus dem Rechner. Klar habe ich da auch explizit Sounds und Libraries, die besonders aufwendig schon produziert wurden. Also die werden ja dann schon von echten Streichern dann auch tatsächlich aufgenommen und auch in besonders guter Qualität und besonders teuer dann im Erwerb leider auch. Aber es macht halt Sinn. Allein bei den Streicherinstrumenten habe ich so viele verschiedene Pakete und Auswahlmöglichkeiten, die wahrscheinlich schon mehr als einen Kleinwagen kosten. Das auf der Festplatte. Ja, krass. Und da kann man wirklich zu einem echten Streicherquartett kaum noch die Differenz hören. Und der Aufwand ist da dann natürlich viel kleiner, schneller. Ja, und dann. Ja, aber die Aufgabenbereiche sind, wie du siehst, kann das. Auch wenn eine Sprecheranfrage zum Beispiel ist, wenn für ein TVC, also für ein TV-Commercial, auf Deutsch Werbung, ja. TV-Werbung, ein Spot kommt und die da einen Sprecher suchen jetzt für irgendein neues Produkt. Teilweise dann auch wirklich die Sprecher suchen, finden, also Scouting halt und dann komplett den anbieten und dann abklären. Das recordest du dann auch hier, oder? Ja. Okay. Das habe ich auch im alten Studio schon gemacht. Mhm. Schon für TVCs, für Kino, für Arthouse-Filme, für Erklärfilme, für Brian-Filme, für... Also extrem breite Palette. Ich kann mir vorstellen, da geht es auch manchmal wahrscheinlich auch um sehr, sehr kurze Sequenzen, oder? So, wenn es jetzt nicht ganze Clips sind, sondern wirklich manchmal nur so bestimmte Sounds, die ein paar Sekunden irgendwie ertönen. Gibt's auch. Habe ich jetzt gerade aktuell auch was gemacht. Macht's das leichter oder schwerer? Weil man erstmal denkt, ein paar Sekunden, das mache ich mal eben schnell. Oder ist gerade genau das die Aufgabe, dann da das Richtige zu finden? Für mich ist alles leicht. Kein Scheiß. Ja. Also ich meine es nicht aus Coolness oder sonst irgendwas, sondern es ist mein voller Ernst. Das Einzige, was es anstrengend macht, ist nur, wie lange es dauert. Mhm. Weil du bist halt beschränkt in dem, wie lange du etwas leisten kannst. Also am Tag. Ja. Das ist das Einzige, was mich immer aufhält. Dass ich irgendwann mal schlafen muss oder Hunger habe oder sowas. Ist ärgerlich, ne? Ganz ehrlich, manchmal wirklich. Also gerade am Anfang
und ich musste am Anfang die ersten, es klingt jetzt so, als ob ich da diese paar Agenturjobs bekommen habe am Anfang, aber ich musste so viel mich durchfressen. Ich habe gleichzeitig das Studio aufgebaut, die Wohnung aufgebaut, alles eingerichtet hin und her und gleichzeitig noch versucht, zusätzlich noch andere Leute ins Studio zu holen, dass man da Sachen machen kann, weil ich nicht nur im Werbemarketingbereich, sondern ich will alles, was mit Audio zu tun hat, bedienen, also jede Branche. Und das ist so, es war quasi Standard, dass du nachmittags 16 Uhr heißt es morgen. Mach morgen und das muss ein Track sein wie, weiß ich nicht, stell dir die krasseste Produktion von Hans Zimmer vor. Okay. So wollen die es dann haben. Die haben dann auch oft Referenzen und du kannst nicht so viel dann... Gibt es einen Grund, warum das immer so mega kurzfristig ist? Also warum die so agieren, die Agenturen? Ich habe mich das 3 Jahre lang gefragt und ich glaube, es liegt tatsächlich an Kommunikation. Ja. Einmal, also zwischen intern in der Agentur und Agentur und Endkunde und dann zu den Freelancern oder eben zu den weiteren, die Zulieferern. Und das Ding ist, wenn du einen Kunden gewinnen möchtest, dann gewinnst du vor allen Dingen mit natürlich Qualität, aber fast noch viel mehr mit auch Zeit. Wenn du beides schaffst, innerhalb von 24 Stunden wenig, also super wenig Zeit, super krasse Qualität zu bringen, kannst du Kunden immer gewinnen. Die Agenturen sagen dann ja wahrscheinlich genau wie du, einfach mal ja sagst, mach ich, sagen genau. Die es genauso. Ja. Ja. Das ist Nike mit Just Do It, die beziehen das zwar sehr krass auf Sport, aber wenn du in diesem Machertum bist, wenn du Entrepreneur werden willst oder bist, dann ist es oft so. Dann geht es darum, nicht zu überlegen, sondern zu machen. Wirklich zu machen. Das jetzt nicht auf diese stumpfe, stupide Art, sondern wirklich zu funktionieren. Trotzdem abzuliefern. Dann. Ja, du musst die Qualität dann abliefern. Ich habe so viel gelernt, aber auch in dieser Zeit. Ja, ich habe die Nächte durchgearbeitet und Sachen gemacht, die ich zuvor und bei fast jedem Auftrag nie gemacht habe und wahrscheinlich aus Bequemlichkeit oder weil ich dachte, das kann ich sowieso oder sonst, was auch immer man sich einbildet, kam ich in diese Situation und musste es dann umsetzen, weil ich abliefern möchte, es mir vor allen Dingen selber beweisen möchte und dann allen anderen, die dahinter stehen und am Ende, dass der Endkunde zufrieden ist ohne Ende. Geld spielt für dich eh keine Rolle, so wirklich. Nee, sowieso nicht. Das habe ich direkt von Anfang an habe ich verstanden. Ich glaube, es kam auch viel durch diese ganzen Bücher, die ich gelesen habe, dass sobald du money-driven bist, sobald das der Beweggrund für dich ist, wirst du auch daran scheitern. Das heißt, du wirst nur dem Geld hinterherlaufen. Mhm. Und das ist am Ende, oder irgendwann früher oder später mache ich es fertig. Wenn du aber diesen Traum hast, wenn du diese Vision hast, die ist endlos. Die kannst du immer größer machen, die ist immer in dir drin und die kann dir auch keiner wegnehmen. Wenn du nicht verstehst, was Geld ist und was Leben ist, hast du nichts verstanden. Das musst du kapieren. Wahrscheinlich hast du dir Geld ist nur Papier auch sehr zu Herzen genommen. Den Spruch. Für mich war immer Dings, Mittel zum Zweck. Das war mein Satz. Mittel zum Zweck, Mittel zum Zweck, Mittel zum Zweck, Mittel zum Zweck. Wirklich, das ist so in mir drin. Weshalb du auch immer reinvestiert hast. Genau. Ich habe das erste Geld, ich konnte dann erst Mitte des Jahres 2015, wo dann die ganzen Nummern kommen und so, die du brauchst, die ersten Rechnungen stellen und ich habe das sofort. Ich habe die erste Investition war ein Mülleimer. Und dann habe ich mir einen Drucker gekauft. Und wirklich immer nur in das Gewerbe refinanziert, die ganze Zeit. Auch dann das erste Studio, die ersten Sachen, mein ganzes Geld ging da rein. Das war schon fünfstellig, also Anfang fünfstellig. Und das war fast alles, was ich in der ersten Zeit verdient hatte. Und das war natürlich auch wieder ein Risiko, aber andererseits habe ich immer gedacht, wenn ich mich in die Lage bringe, dass ich fast nichts mehr dann habe oder dass ich vielleicht nicht mehr weiß, wie ich die Miete zahle oder die laufenden Kosten nicht bezahlen kann,
dann bin ich vielleicht umso mehr getrieben, mehr zu machen oder etwas zu machen. Das heißt, ich gehe dann schon gerne an die Grenze der Unbequemlichkeit. Auch bei dem Finanziellen. Man sagt eigentlich, und so vernünftigerweise, sollte man niemals seine Liquidität in Gefahr bringen. Ja, macht Sinn. Aber nicht alles, was Sinn macht, bringt dich weiter im Leben. Ja. Ja. Jetzt arbeitest du ja, also du hast gesagt, ab und zu dann mal mit Streichern oder anderen Leuten, die was einspielen. Aber ja, jetzt relativ selten hast du jetzt wirklich klassisch mit Artists irgendwie zusammengearbeitet. Reizt dich das denn auch mal? Mal irgendwie ein ganzes Album mit jemandem zu produzieren, weil das fand ja bislang sehr wenig statt. Klar, absolut. Ich habe schon auch mit Artists gearbeitet. Ich habe einen Artist sogar aufgebaut. Beziehungsweise er war vorher Schauspieler. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt. Das war Anfang 2016. Und menschlich haben wir uns so gut verstanden und er hatte irgendwie Bock halt so dieses Projekt. So, er hatte eine Idee, auch so ein bisschen Vision, Musik machen, lag immer bei ihm auf dem Herzen und so. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen ein Projekt. Wir machen da wirklich einen Rahmen drum, sagen, das, wir machen die EP, wir machen Videos, machen dies und das. Und habe ihm komplett Musik beigebracht erst, habe ihm Gesang beigebracht, habe ihm Harmonielehre, habe ihm das Texteschreiben beigebracht und währenddessen noch für ihn produziert, noch für ihn Management gemacht, weil er auch Social Media Influencer und so weiter da Sachen gemacht. Habe dann Musikvideo organisiert und finanziert für ihn. Auf Island auch richtig geiles Video geworden und so weiter. Die ganze Produktion, Mixmaster, da habe ich dann auch die Leute organisiert. Alles, also selbst Radiopromoterinnen und Promoter gesucht und was weiß ich. Also schon auch mit Artists gearbeitet und dann auch in der YouTube-Welt auch immer wieder so ein paar Leute, weil ich da sehr, sehr viele kenne, auch für einige da immer was produziert für YouTube-Videos und so weiter. Und ich habe schon auch ein, zweimal noch mit anderen Artists, die man nicht kennt und wo nichts rausgekommen ist, auch angesetzt. Ja. Gerade Newcomer, wo ich dann aber gemerkt habe, das hat dann meistens menschlich einfach nicht funktioniert. Es ist daran gescheitert. Und ich glaube, das nächste, also für mich wichtig, mit einem Artist zu arbeiten, ist, dass er sein Skillset einfach beherrscht. Damit du nicht vor der Pike auf einmal das bleibt. Am besten in- und auswendig, damit nicht nur, dass ich ihn nicht hochziehen muss, sondern dass das Produkt, was dann am Ende rauskommt, der Song, dass da einfach auf einem komplett anderen Level ist. Ja. Weil wenn jemand sein Skillset beherrscht wie sonst was und ich beherrsche meins und der andere kann seins auch wie sonst was, dann kann nur was... Fühlt das, ja. Ja, und da kann einfach nur was rauskommen, das davon träumen andere. Gibt es Rapper, mit denen du mal gerne arbeiten würdest? Deutsche Rapper? Ja, also beide gerne. Ganz ehrlich, ich kannte das, du hast mich das ja auch schon privat auch schon gefragt. Unter uns, ich habe dir ein paar Namen gesagt, aber ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Ich kann dir keinen explizit sagen, weil für mich, ich nehme die Leute so, wie sie kommen. Wenn er hierher kommt und der ist der arroganteste Wichser, aber seine Songs waren immer geil, und der wird gefeiert wie sonst was, aber er ist hier ein Riesenspast, dann werde ich auch nicht mit ihm arbeiten können. Das geht mit mir nicht d'accord. Ich kann das nicht. Weil für mich ist wichtig, was ich mache. Also ich kann nicht, ich fress nicht die, also ich will meine Sachen machen, weil ich sie liebe. Und was ist, wenn es menschlich total passt, aber du findest, und er ist vielleicht qualitativ auch gut, aber du denkst dir, boah, ey, das ist gar nicht mein Geschmack. So ist gar nicht meine Welt. Musikalisch? Ja. Also wenn das... ja, dann auch nicht. Ja, weil es musikalisch ist. Ja, also du willst nicht einfach reiner Dienstleister irgendwie sein. Nee. Ja. Das bin ich ja mit diesen Agenturjobs, mache ich ja diese Dienstleistungsarbeit. Mhm. Ich muss sagen, dadurch, dass ich sowieso immer sehr universell produziert habe, also in alle Richtungen schon und sowieso auch aus allen Richtungen Musik höre, auch wirklich täglich konsumiere, waren diese Jobs super geil, weil ich halt alles in jede Richtung so ein bisschen mich nochmal spezialisieren konnte und dann aber auch die eine Richtung und die andere mit einfließen lassen konnte. Super Vorteil.
Aber die Arbeit mit dem Artist ist ja so eng. Also wenn das jemand ist, der dann wirklich tagtäglich hier rein und raus kommt und sonst irgendwas, dann muss es schon etwas sein, wo man sich komplett umarmt fühlt und denkt, das ist cool. Klar gibt es da auch mal Up und Downs, aber das ist jetzt nicht wie ein Marketing-Job oder eben so ein Dienstleister-Job. Das machst du dann halt mal, wie gesagt, einen Tag oder zwei Tage hast du Zeit oder es läuft über einen Monat, aber immer wieder nur sporadisch, da setze ich mich mal kurz dran. Das ist was anderes, als wenn ich mich mit dem Artist auseinandersetze und seiner Musik. Und genauso muss der Artist ja auch mit meinem Stil zurechtkommen. Ich habe ja bestimmt auch eine gewisse Note, die ich dann damit reinspiele. Also ich glaube, es kann funktionieren, aber ich glaube, keiner der beiden Parteien gewinnt daraus, wenn er sich quält, durch so eine Phase zu fahren. Früher oder später geht das zu Ende. Ja, bevor wir langsam zum Ende kommen, nach diesem sehr, sehr langen Gespräch, müssen wir natürlich noch kurz auf deinen YouTube-Channel zu sprechen kommen, wo du ja täglich Videos hochlädst und auf verschiedenste Musikvideos reagierst. Jetzt nicht nur Deutschrap, aber eben auch sehr, sehr viel Deutschrap. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht. Genau, über 60.000 Abonnenten hast du jetzt auch schon in wenigen Monaten gesammelt. Danke, danke. Danke. Warum das auch noch? Das ist eine gute Frage. Also ich habe schon, ich hatte schon mal irgendwann mal YouTube gemacht, so ein bisschen. Fand ich schon immer interessant, gerade mit dem Claim Broadcast Yourself. Das Problem ist, es hat sich zwar über die Jahre geändert. Für mich war immer das Problem eben mit dem Studium, lalala. Und wenn ich dann YouTube-Videos gemacht habe, ich konnte Musik nie so richtig mit Video verbinden, dann war es immer zu wenig Musik. Und naja, irgendwann kam ich so in der Zeit, habe ich gesehen, dass gerade das, was ich jetzt aktuell mache, macht niemand auf YouTube so, wie ich es für mich für gut empfinden würde. Also als Konsument einfach. Ich hatte auch schon andere Videos geguckt und dachte so, ein bisschen Mehrwert wäre wirklich schön. Also, weil du bringst auch sehr viel Produzentenfachwissen. Genau, es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur Reaction-Videos in dem Sinne, sondern es ist schon immer mit Fachwissen verbunden. Ich nenne es eigentlich eher Analysen, aber weil nach Analysen niemand sucht, nenne ich die Videos Reactions, beziehungsweise reagiert. Also auch SEO-orientiert. Absolut. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Nee, aber das, genau, weil mir dieser Mehrwert einfach bei anderen Leuten gefehlt hat und ich mich immer aufgeregt habe und es auch langweilig fand und viele Leute denen dann aber gefolgt sind und dachten, dass das wäre das, was man rausbekommen kann, wollte ich denen einfach mal ein teureres Auto hinstellen und zeigen, hier, das kann geht man auch anders. Genau. Ja. Genau. Und deswegen habe ich das jetzt wirklich hardcore durchgezogen. Ey, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. War, sehr, sehr krasse Einblicke, sowohl beruflich als auch privat. Mal ja, eine Welt, die wahrscheinlich vielen unbekannt ist, so gerade dieser Marketingbereich, wie das Ganze entsteht und die dich jetzt vielleicht auch nur von den Reaction oder Analysen kennen. Genau. Ja, es ist, ich glaube, deswegen danke ich dir auch vielmals, weil es viele Leute halt tatsächlich nicht wissen, wie ich zu dem Ganzen hier gekommen bin und wie viel dahinter steckt und natürlich auch privat sehr wenig von mir wissen. Aber ich hoffe auch, dass dieses Video anderen Leuten hilft, sich selber zu verwirklichen. Das ist, das wäre für mich das größte Geschenk, wenn das noch da rauskommt und dass die wirklich verstehen, was das zum Leben auch der Tod gehört. Und auch für mich sehr, sehr wichtig nochmal abschließend, um das wirklich nochmal hier zu sagen, man soll es verstehen, wirklich, man muss diesen Satz verstehen, dass man nichts zu verlieren hat, außer sein Leben. Das war's. Wenn man nach diesem Prinzip lebt, kann man alles schaffen. Und das ist etwas, was ich auch nach dem Tod meiner Mutter mir so eingepflanzt, verstanden habe erst und dann eingepflanzt habe. Und ich muss mich jeden Tag daran erinnern. Ich vergesse es auch. Wenn ich mich aber daran erinnere, einmal am Tag, dann weiß ich wieder, wo ich hingehöre. Man wird wieder faul oder man wird bequem und die Leute kommen und hin und her. Das ist wichtig. Du hast nichts zu verlieren, außer dein Leben. Das heißt, du kannst es gewinnen, du kannst es genießen, du kannst schlafen, du kannst machen oder sonst irgendwas, aber versteh es einfach. Und dann alles, was du dann danach machst, das ist wichtig. Das sind doch sehr schöne abschließende Worte, die ich sonst eh noch verlangt hätte von dir, ob du noch abschließende Worte hast. Ja, das waren sie. Nochmal, vielen Dank für die Zeit. Ich danke. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus diesem Gespräch. Hoffe ich auch. Ich denke, doch einiges, sowohl businesstechnisch als auch menschlich. Und
auch ein bisschen philosophisch, waren einige sehr, sehr schöne, nee, wirklich jetzt, sehr schöne Momente und Sätze und Erkenntnisse bei. Weil, ja, wenn man hier hinkommt in dieses Studio und aber überhaupt nicht weiß, so, was macht der Typ, woher kommt der, und es gibt halt nicht so viel über dich. Genau, das wollte ich auch ein bisschen zeigen. Danke für uns. Mit diesem Gespräch. Ja, aber natürlich am Ende trotzdem noch der sehr platte und oberflächliche Hinweis. Folgt Rahim auf Instagram, checkt seine Reaction-Videos ab und checkt hiphop.de ab. Und ich würde sagen, nach diesem Gespräch haben wir uns jetzt auch den Feierabend verdient, ne? Du ja, ich nicht. Ich meine, auf jeden Fall. Ich muss noch was machen. Er muss immer noch ackern. Alles gut, wir sind raus. Ciao. Danke euch. Ciao, ciao.